hier einen Hauswald. Für jemanden hier aus dem Raum. Können Sie da sprechen? Ja, klar. Ich schreibe. Also, okay. Sie sehen jetzt hier einen Hauswald. Dieses Bild ist eine Aussage für jemanden hier aus dem Raum. Der muss sich mit dieser Szene und mit diesen Farben sich sehr gut identifizieren können. Vielleicht jetzt im Moment noch nicht, aber wir brauchen es aufklären. Und ich wollte jetzt einen Kopf da hineinmalen. Marvin bildet den Kontakt und wir brauchen sehen, was da passiert. Eine spannende Sache. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Ich hoffe nur, dass es gut wird. Aber bitte, arbeiten Sie mit. Es kann auch manchmal schon passieren, dass mehrere Köpfe drauf müssen. Mir reicht im Moment einer. Die Bilder können einem Foto sehr ähnlich werden. Es kommt darauf an, wie die Verbindung gehalten wird. Manchmal ist es auch nur der Aspekt, der Eindruck, vielleicht das Augenzwinkern, wie auch noch. Wir brauchen uns überraschen lassen. Hast du schon was? Ich habe zwei Männer hier. Ich weiß, es ist mein Großvater und ich weiß, es ist mein Vater. Und der Großvater geht in die väterliche Seite rein. Ich weiß, dass sein Sohn, also der Vater von jemandem hier, dass der recht früh gestorben ist. Und ich weiß, dass er sich selber entschieden hat, aus diesem Leben zu gehen. Ich weiß auch, dass der Vater von der Person hier im Raum zu Lebzeiten mit seinem Vater keinen engen Kontakt hatte. Und irgendwie zieht es mich in diese Richtung. Und er spricht immer über einen Sohn. Und wenn ich ehrlich bin, zieht es mich zu Ihnen. Macht das bis jetzt Sinn? Ja? Ihr Vater sagt mir, Sie haben momentan einen schwierigen eine Lebensveränderung. Und Sie denken sehr viel darüber nach. Weil Sie haben eine Entscheidung zu treffen, die nicht einfach für Sie ist. Glauben Sie. Also es, andersrum, es fällt Ihnen schwer, aber Sie wissen nicht, ob es der richtige Weg ist. Ja. Ja? Der Vater gibt mir das Gefühl, ja, es ist der richtige Weg. Aber mein Gefühl, was er mir gibt, ist, dass diese Veränderung erst zwischen September und Oktober eintreten wird. Und ich habe das Gefühl, dass es eine berufliche Veränderung ist. Er sagt mir aber auch, familiär ist noch einiges zu klären. Und diese Klärung wird im Juli stattfinden. Macht das Sinn? Ja. Haben Sie Ihren Großvater erkannt? Nicht wirklich, ja. Nicht wirklich. Wissen Sie etwas über ihn? Nee, ist ganz weit weg. Okay. Weil, so wie ich ihn wahrnehme, war er vom Wesen jemand, der sehr, sehr Schwierigkeiten hat mit seinen Gefühlen und Gefühle zu zeigen. Stimmt. Ja. Und so war auch sein Sohn. Also ihr Vater hat zwar Gefühle zugelassen, aber er sagt mir kontrolliert. Ich habe das Gefühl, dass Sie noch sehr, sehr jung waren, wo in die geistige Welt ist. Ich gehe jetzt sogar so weit, ich habe das Gefühl, dass Sie noch kein Teenager waren. Ja.
Kämpfer. Sie wissen eigentlich ganz genau, was Sie wollen. Ja? Ja? Nein? Ja. Aber er sagt mir, Sie denken zu viel. Ein bisschen spontaner wäre vielleicht nicht schlecht. Weil wenn Sie Ihr Bauchgefühl hören, liegen Sie richtig und das wissen Sie auch. Das wird immer besser. Ja. Aber er sagt mir, Sie arbeiten trotzdem noch zu viel mit dem Kopf. Ja. Und wundern sich dann, dass es nicht ganz funktioniert, weil Ihr Bauchgefühl das ganz anders gesagt hat. Das übereinander zu bringen, das ist die große Aufgabe. Ja. Also, das wird etwas besser. Okay. Ihr Großvater ist auch bei Ihnen in der Nähe. Aber mehr arbeitet Ihr Vater. Weil er sagt, mehr hat da noch was gut zu machen. Ja, bei mir. Bei Ihnen. Weil ich merke auch, dass Sie bei ihm. Ja, Schuldgefühle da, sie allein gelassen zu haben. Weil bei ihnen das Gefühl von Verlorenheit da war. Ja? Siehst du schon so weit? Ja. Jedes Jahr das Gleiche. Du bist einfach und schnell. Aber ich habe den Großvater. Ich habe den Großvater. Eine sehr strenge Persönlichkeit. Sehr diszipliniert. Über Gefühle so gut wie ich gesprochen. Hat alles mit sich selber ausgemacht. War sehr dominant. Sehr dominant. Ließ auch kaum eine andere Meinung gelten. So präsentiert es sich. Im Gefühl, im Hintergrund, es war irgendwo eine Show, die er geliefert hat. Show ist vielleicht heute der richtige Ausdruck, aber damals war es anders. Er war derjenige, der vorne weggelaufen ist und er war in der Verantwortung. Und für ihn, auf ihn lastete alles. Für ihn war aus seiner Sicht gesehen, für Gefühle gar kein Platz. Ist aber eine falsche Sichtweise. Durch die Entwicklung unserer Gesellschaft wissen wir heute, dass wir ja sehr viel über Gefühle reden, dass wir Gefühle zulassen sollen und dass wir die Gefühle, ja, also in unserem Bauchgefühl haben. Unser Bauch, das ist eigentlich unser Gradmesser. Wenn der Bauch zu uns spricht, wollen wir auf ihn hören. Und das ist Ihr Thema. Hier drinnen geht es oft anders zu als da oben. Und Sie stehen irgendwo in der Krux, wem gebe ich jetzt Vorrang? Gebe ich dem Vorrang, dann wären Sie ähnlich wie der Großvater. Gebe ich jetzt dem der Vorrang, dann wären Sie selbst. Und dazwischen drin irgendwo liegt die Wahrheit. Und das rauszufinden, das ist eine verflixt schwere Arbeit. Aber ich kriege jetzt auch den Vater rein, der sehr wohlwollend der Sache gegenübersteht und sagt, ich weiß, er kann es, wenn er es sich zutraut. Wo ist eigentlich dieser Kämpfer? Also wir beim Kämpfer, wollte ich auch nicht sagen, wissen wir ja. Wo ist dieser Kämpfer? Ich weiß, er kann es, er hat die Kraft und er hat auch die Intelligenz zu entscheiden, wohin der Weg geht. Das Bauchgefühl soll ihn leiten. Er soll es besser machen als ich. Und wenn Sie das hinkriegen, dann haben Sie Ihre Aufgabe gelöst, die Aufgabe, dass Sie sowohl Ihrem Vater als auch dem Großvater helfen, dass Sie weiter wachsen können. Auf Ihnen lastet die Last, etwas aufzulösen, was die ein, zwei nicht gekriegt haben. Aber die wissen beide, dass Sie es kriegen, dass Sie es können. Trauen Sie es zu, seien Sie mutig, treffen Sie auch mal eine falsche Entscheidung. Ja. Manchmal gelingen falsche Entscheidungen so drauf. Gerne mal. Manchmal gelingen getroffen. Aber trotzdem, so eine Fahrkarte gehört auch dazu, denn durch eine Fahrkarte lernen wir, durch eine Fahrkarte reifen wir,
aber Sie haben jetzt ein paar ganz wichtige Entscheidungen vor der Brust und die beiden auf der anderen Seite wissen ganz genau, wenn Sie sich auf Ihr Bauchgefühl verlassen, dann werden Sie die richtige Entscheidung treffen und zwar zu Ihrem eigenen Vorteil. Es fällt Ihnen nicht leicht. Ich habe irgendwo das Gefühl, dass es mit dem Arbeiten. Ja. Was er mir auch noch sagt, und da ist er wirklich sehr, sehr, es ist ihm sehr, sehr wichtig, eindringlich. Er bittet Sie wirklich, dass Sie ein Tempo für sich runterfahren, ja. Auf Ihren Körper achten, wie Ihre Gesundheit. Ja. Weil er sagt, das tun Sie nicht immer. Ja. Ja. Gönnen Sie ein bisschen mehr Ruhe. Macht das Sinn für Sie? Ja. Darum bitte das. Ich habe mich leiten lassen mit links. Und da ist dieses strenge Gesicht herausgekommen. Dieses strenge Gesicht, ja, ist Ihr Großvater. Und wenn ich so jetzt in Ihr Gesicht hineinschaue, in das Gesicht, so sehe ich eine Verwandtschaft. Tut mir leid. Es ist Ihr Großvater. Okay, schauen Sie mal daheim nach. Vielleicht finden Sie noch ein Foto, ein altes Foto. Da wollen Sie einen ähnlich älteren Herrn sehen. Und Sie werden sehen, dass da sehr viel Ähnlichkeit ist. Haare oben ein bisschen Licht, sehr strenge, klare Kante, schlank, ja. Und Sie werden ihn wahrscheinlich sogar mit einer Brille sehen. Die Brille hat er nicht gemacht. Da war er eitel. Ja. Die Männer sind auch eitel. Okay. Machen wir noch, gell? Ja, ja, welche nehmen wir jetzt? Ein Stimmungsbild, eine Wolkenlandschaft. Über den Wolken ist die Freiheit wohl grenzenlos, könnte man sagen. Ich weiß auch schon, wer den finden. Cool. Ich möchte jetzt bewusst zu Ihnen gehen. Ich weiß, der Brei war erst schon bei Ihnen. Ja. Ich weiß, Ihre Mutter ist in der geistigen Welt. Ja. Aber was Sie mir jetzt, also wie ich Sie wahrnehme, ich weiß, Sie waren nicht sehr groß. Ich weiß, Sie hatte, wie Sie gesund war, ein etwas rundlicheres Gesicht und wie Sie krank wurde, etwas länger. Sie sagten, sie hatte dunkle Haare und auf ihre Haare war sie sehr, sehr stolz. Das stimmt. Ich weiß, dass Sie in Gedanken öfters mit ihr reden. Weil sie sagt, sie hört sie. Und sie versucht ihnen auch zu antworten. Aber die Antworten gefallen ihnen nicht immer. Das mag sein. Ja, also, sie sagt, sie überhört sie ganz gerne, weil sie einfach nicht wissen, wie sie ihnen antwortet. Ja. Sie sagt, dass sie stellen ihr immer viele, viele Fragen. Vor allem stellen sie sich die Frage, ob sie alles richtig gemacht haben. Ob es nicht zu wenig war, was sie für sie getan haben. Ja? Sie ist vom Wesen her jemand an sich, sagt sie mir, war sie ein sehr ruhiger Mensch. Mit ruhig meine ich, sie war jetzt, ja, sie war fröhlich, sie war lustig, aber sie war sehr, sehr nachdenklich. Und sie sagt mir, sie hat viel mit sich selber ausgemacht. Aber ich habe auch, sie gibt mir auch das Gefühl, als wenn sie sehr viel gelesen hat. Sie sagt, sie hat sich mit vielen Dingen beschäftigt. Unter anderem hat sie sich auch mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt. Sie sagt, das hat ihr geholfen, ihre Angst zu mindern. Nicht ganz wegzunehmen, aber zu mindern. Und ich weiß, sie war keine, sie hat an Gott geglaubt, aber sie war keine Kirchgängerin. Sie haben
sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit ihr. Und auch sie beschäftigen sich momentan. Auch sie beschäftigen sich momentan mit vielen Themen. Sie machen eigentlich das Gleiche, was sie gemacht haben. Sie sagt mir aber auch, sie war auf der einen Seite wusste sie, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Auf der anderen Seite war sie überrascht, als sie rübergegangen ist, dass es wirklich so ist. Sie sagt, in den Büchern kann man viel schreiben. Vom Wesen her war sie sehr, sehr weich. Also, ich nehme sie als sehr weiche Frau wahr. Nicht als harte. Ja? Nein? Sie musste früher hart sein, um durchzukommen, muss ich sagen. Ja, aber sie ist im Alter weicher geworden. Ja, das stimmt. Aber ich nehme sie im Alter wahr. Macht es Sinn für Sie, wenn ich zu Ihnen sage, dass Sie vor Ihrem Tod alleine waren? Ja. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie mit jemandem zusammen gewohnt hat. Das Gefühl habe ich nicht. Sondern wirklich alleine. Mhm. Es gibt auch bei Ihnen, sie spricht, Sie haben Zweifel. Zweifel, was Ihre Arbeit, Ihr Tun, Ihr Wirken angeht. Beschäftigen Sie sich mit Heilung? Was Sie mir jetzt sagt, zweifeln Sie nicht. Machen Sie es. Gehen Sie raus. Haben Sie überlegt, ob Sie ein Seminar, einen Workshop über Heilung machen, also selbst machen und besonders bei Gedanken und möchte es demnächst beginnen. Also Sie möchten selber eins machen. Wird funktionieren. Denn das Gefühl, was Sie mir gibt, ist, dass Sie eine gute Heilerin sind. Und Sie wissen, von was Sie sprechen. Aber Sie sagt mir auch, manchmal ist ja Selbstbewusstsein etwas niedrig gehalten. Muss gar nicht sein. Sie ist deswegen noch da, sie möchte sich bitten, gehen Sie das an. Es wird funktionieren. Gehen Sie ohne Erwartungen dran. Ja? Sondern für das Beschluss. Oh. Also gar nicht so weit. Ja. Ja, ja. Also der Dame waren die Haare immer sehr wichtig. Und das war schon wieder eins von der geistigen Welt im Gipfels mitbekommen, weil Damen mit Haaren und so schöne Frisuren, ja, da habe ich so meinen Kampf, aber ich gebe mein Bestes. Ich habe den Eindruck, dass die Frau bräunliche Haare gehabt hat. Ist das richtig? Ja? Bräunliche, ja. Ja, bräunliche, klar. Und schön gelockt immer, das war so keine Geraden. So rein, so. Weil das hat sie einfach jugendlicher wirken lassen. Das war ja sehr, sehr wichtig. So. Aber, was? Bitte? Das war jetzt sehr wichtig. Sehr wichtig. Alles andere konnte, aber die Haare, das musste sitzen. Das musste sitzen. Ja. Man sieht es im Gesicht, im Kinnbereich, sehr streng. Ja, das war die andere Seite. Sie muss auch eine, manchmal so eine bisschen Art ungerechte Art gehabt haben. Oh ja. Stimmt das? Ja, ja. Das kommt durch diesen Kind, diesen Eindruck kriege ich durch diesen Kinnbereich rein. Normalerweise ist der Kinnbereich schön schmal, aber der wirkt das richtig streng, so als ob sie, wissen Sie, so als ob sie aus dem irgendwas. Ja. Ja. Obwohl sie gewusst hat, dass sie Mist gemacht hat, sie trotzdem gemacht. Ja, so. Ja, genau. Ja, genau. Heute, viele Jahre danach,
Sex. Hätte sie zu Lebzeit machen sollen, wäre das für sie leichter gewesen. Aber leider hat sie diese Chance versäumt. So kommt sie heute zu uns und versucht auf diesem Weg durch uns dreien um Entschuldigung zu bitten. Denn sie können es nur auflösen, diese Ungerechtigkeit, wenn sie jetzt ihr vergeben. Sie war, so kriege ich es rein, sie war ein Gefangener in ihren Bedingungen. Sie konnte irgendwie nicht aus ihrer Haut heraus. Stimmt. Und das tut ihr recht leid. Aber das, was sie für sie getan haben, dafür empfinde ich eine ganz große Dankbarkeit und eine große Liebe. Ich mache mal die Augen auf und dann möchte ich das Bild so stehen lassen für Sie. Okay?